In diesem Video. Oh, die schläft aber so schön. Wieso müssen wir die Enkel jetzt wecken? Oh, ich glaube, die ist nicht so glücklich drüber, ne? Ich wäre auch nicht so glücklich drüber, wenn man mich weckt. Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Mario Galaxy 2. Wir sind hier jetzt in der vierten Welt stehen geblieben, haben zwei Schabernack-Kometen übrig, die wir gleich direkt machen. Weil ganz ehrlich, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir die Schabernack-Kometen hinter uns und dann begeben wir uns in die neuen Welten. Denn ihr wollt ja auch sehen, wie viel Fails man hier mit den Schabernack-Kometen alle treiben kann. Und glaubt mir, ab Feld 4 wird es natürlich umso schwerer. Erleuchtet ihr den Weg zu den lila Münzen. Ja, das sieht schon echt nicht ganz so einfach aus, meine Güte. Kommt drauf an, haben wir einen Zeitdruck oder nicht? Yes! Wir haben keinen Zeitdruck bei den lila Münzen, das bedeutet easy. Eigentlich. Dum, 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 dum. Oh, die Musik ist auch in dieser Welt so schön, ne? So, wir warten nochmal auf die neue Frucht, weil tatsächlich ist mir das sonst ein bisschen zu gefährlich. Aber die Missionen wären auf jeden Fall... Oh ja, die wären doch knackiger als gedacht. Warte kurz. Immer vorsichtshalber alles mitnehmen, was geht. Alles schlecken, wollte ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Oh, das Geräusch, wenn das aufhört, finde ich cool. Bumm. Aber es geht gar nicht so lange. Guckt euch das mal an. Das geht ja relativ zügig hier. Wir haben jetzt schon über die Hälfte. Und eigentlich ist das Level ja riesig. Aber ich glaube, die haben das hier ganz doll gekürzt. Dass man das auch recht gut schafft. So, jetzt können wir hier warten. Hier ist kein Problem mehr. Da hinten sehe ich die restlichen Münzen. So viele sind es wirklich nicht. Also, man hat super viele Münzen hier verteilt. On stage. Das Härteste ist halt eigentlich dabei, sich zu konzentrieren. Als derjenige, der jetzt spielt, ist das vielleicht auch nicht mal so schwer, weil... man ja nicht nebenbei reden muss, aber für mich ist das schon ein bisschen herausfordernder. Als für einige andere. So, aber dennoch kurze Momente, wo ich ein bisschen konzentriere. Bleibt ja trotzdem. Schließlich möchte ich euch ja hier Premium-Gameplay zeigen. Von dem niemals failenden Tristan, Christian. Und das kriegt ihr auch. Denn das war easy. Aber cool. Ich liebe auch mal solche entspanntere Missionen. Wie gesagt, ich bin auch derjenige, der das gerne haben möchte, dass Level oder Spiele aufgebaut sind mit mal kriegst du knackige Level, mal ein bisschen hintereinander, aber dann auf einmal wieder ein bisschen Ruhe. Und dann wieder knackige Level. Ruhe, knackige Level. Das entspannt einen und das ist auch erfolgserfüllend. Sage ich es mal so, weil sonst, wenn du dauerhaft nur auf knackige Level stoßt oder auch zu harte Level, dann bist du irgendwann gefrustet und dann verraubt dir den Spielspaß und das will ich halt nicht. Außer natürlich, man ist wie Ecke und mag das, wenn man gefrustet, das kann man auch sein. Ist nur ab und zu der öfter der Fall, aber manchmal gibt es auch tatsächlich Momente, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. So, Beeilung, Maxi Wiegler sind zurück. Oh mein Gott, das ist die Mission, die ich meinte. Die wird schrecklich, Leute. Wisst ihr warum? Der Titel sagt's ja schon. Wir haben jetzt circa 2 Minuten Zeit, oder? 2 Minuten 30 sogar. Ehre. Wap, wap, wap. Wap, wap, wap. Wap, wap, wap. Bium, bium, bam, bi, di, 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 bim, bum, bam, bim, bi, di, di. Oh, ist das schön. Ist das nicht eigentlich... Holy shit! Das war nicht mein Move. Was wollte ich jetzt sagen?
fragt mich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Gerade weil ich so im Ultra-Speedrun-Modus bin, habe ich komplett vergessen, was ich sagen wollte. Aber, ach ja, was, genau. Wegen dem Bereich, wo wir eben waren. Das war schon krass, dass ich das übersprungen habe. Das war ziemlich easy. Boost. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Oh mein Gott, wir haben ja noch die Koopa-Dinger. Nein! Bro! So, einfach durch. Rast die Dinger weg. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Nächster Koopa. Nein, das war zu früh. Nein, nein. Der Koopa war schlau. Aber nicht so klug wie ich. Alter, nur eine Minute. Das ist nicht dein Ernst. Wir haben noch zwei, drei Stages, glaube ich. Jetzt kommt erst der Bereich. Oh mein Gott. Zeittechnisch gut berechnet. Nicht? Speedrun. Zieh deinen blöden Schädel ein. Zieh deinen Schädel. Ein. Mach mal so. Komm, 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 go, 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 go. Ist mir egal, Schüttel! 30 Sekunden noch! Alter, let's go. Aua, ist mir völlig Wurst. Ja, 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 ja. Oh, in den letzten 10 Sekunden. Ich hatte nur 10 Sekunden übrig, ey. Die Mission ist des Scheiterns verurteilt. Sag ich so, wie es ist. Und Powerstern Nummer 55. Nächste Galaxie sogar fertig. Geil. Damit hätten wir das erledigt, meine Freunde. Und wir haben gar nichts mehr übrig. Was in die Richtung... Oh, warte mal. Irgendwie kommt mir das so vor, als wäre hier bestimmt noch ein zusätzlicher Stern. Weiß ich aber nicht. Kann natürlich sein, muss aber nicht, weil jeder hat eigentlich irgendwie zwei Sterne. Vielleicht finde ich es irgendwann heraus. Oder ihr kommentiert in den berichtet mir in den Kommentaren darüber, ob da noch ein Stern ist. Zwischen Clip und Klappstadt. Auch eine sehr schöne Galaxie, die wird nämlich jetzt ein bisschen... Ich sag mal, die wird ein bisschen verwirrend. Okay, ich habe die Sternmünze schon gesehen, das ist ganz entspannt. Das Problem bei dieser Clip und Clipstadt hier, ihr seht es auch, wir haben jetzt dauerhaft den Bereich, dass es nach unten geht. Wenn ich jetzt hier also stampfe, bin ich tot. Oder nicht. Oder auch nicht. Ich dachte, ich wäre denn tot. Ich wollte dir jetzt extra zeigen, weil ich dachte, das wäre jetzt Real Talk. Finito und so. Oh mein Gott. Das ist mir noch nie passiert. Das war der dümmste Fail überhaupt. Wie dumm will mein Fail sein? Fail, ja. Okay, hier komme ich nicht weiter, deswegen müssen wir hier runterstampfen. Ah, das Problem ist bei dieser Steuerung, die ist natürlich ein bisschen verstellt. Kann man sich ja natürlich denken, über den Kopf ist alles nicht so ganz koscher. Deswegen versuche ich jetzt hier irgendwie runterzukommen. Oh mein Gott, da ist ja noch jemand. So, das habe ich mir natürlich gemerkt. So, und jetzt möchte ich gerne die... Coin. Sehr gut. So, wo kommen wir jetzt hin eigentlich? Oh mein Gott! Was war denn das von mir? Hört auf zu tanzen! Jetzt schaffe ich's genau, Alter.
Naja, immerhin. Aber trotzdem nichts bekommen dadurch. Oh mein Gott, du bist so ein Ekliger. Also wie gesagt, Clip und Klapp statt. Oh, Alter, da wurde ich aber jetzt eben genommen. Kann schon recht gemein sein. Es geht an sich. Man gewöhnt sich an der Steuerung, die verkehrt herum ist. Aber man muss halt immer wieder neu orientieren, wo man ist. Man kann halt ein bisschen dauern. Oh, Alter, Kettenhund, ich liebe dich. Heiraten, Fragezeichen. Oh, was hat denn der hier kaputt gemacht? Halt, stopp, warte mal, wir müssen nach unten. Oh, oh, Stabil. Leute, ich hab das Gefühl, wir müssen mal kurz hier... Machen wir so. Ey, wir können hier richtig farmen. Ja, was würde ich sagen, ne? Ich hole mal ein bisschen Coins und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, hat sich erledigt. Habt ihr jetzt gesehen? Es gibt nichts mehr. Ja, moin. Aber ich hab's überlebt. Also es gab tatsächlich ab der dritten Dings gar keine Starbits mehr, leider. Schade. Ich hätte sonst da echt ewig gestanden und gesagt, ich mache jetzt hier 1000 oder so voll. Einfach, weil wir halt auch so wenig haben. Und wir die später echt zu Genüge brauchen. Junge, ist das alles verwirrend hier, diese Clip und Clip statt. Clip und Klapp und Clip und... Ach, weiß ich doch nicht. Wir machen keine riskanten Jumps, ja? Riskanten. Oh mein Gott, das war noch mal Riss. Wieso bin ich eigentlich manchmal so no risk, no fun? Halt. Da muss ich ja erst unten durch und dann... Oh mein Gott, das wird nix. Oder? Alter. Knapp berechnet. Oh, du kleiner Lutscher. Junge, mach mir keine Angst hier. Oh, es gibt sogar tatsächlich einen Boss hier. Na dann. Let's go. Ich komm und hol dich. Oh, die schläft aber so schön. Wieso müssen wir die Enkel jetzt wecken? Oh, ich glaube, die ist nicht so glücklich drüber, ne? Ich wäre auch nicht so glücklich drüber, wenn man mich weckt. Na komm her. Ja, okay, wenn man natürlich Speedrunner von Beruf ist, dann wird's auch mit einem normalen Spielfight nix. Dum, dum. Starbit. Wie süchtig nach Starbit bin ich? Ich ja. Oh mein Gott, es war so klar, dass jetzt natürlich ich verbrenne, ne? Alter, hör auf zu spucken. Yes! Platze! Mir den Stern, Mann.
Das war ein Kampf, du, sag ich dir. Die war nicht ohne am Ende. Und hat mir auch ganz schön viel zugesetzt. Also ich habe, glaube ich, 4 Leben verloren, 3 Leben. War schon wild. Die Dame hat es halt drauf gehabt. So, Kometenmünze, alles haben wir. Easy, easy, geht's weiter. Wie kriegen wir denn jetzt nochmal einen Kometen? Ja, wir kriegen einen neuen. Yeah. Nee, doch nicht. Ich hab einen Brief von Babyluma. Auch wenn du dich manchmal einsam fühlst, sei dir sicher, dass wir auf dich warten. Grüße Mario von mir an bei ein kleines Geschenk, um euch die gefährlichste Mission zu erleichtern. Möge die Kraft der Sternteile mit euch sein. Lass mich raten, 50 Stück? Nice. Kein Absender, ist mir egal. Die 50 nehmen wir. Aber kein neuer Starting-Bit, sag ich schon. So, wir werden ihm mal wieder welche abgeben. Dann sind wir jetzt wenigstens mal wieder bei 1000. Das heißt, er wird sich auch wieder optisch ein bisschen verändern. Mit seiner coolen Brille. Und wir können in Ruhe weitermachen. Und fleißig Star-Bits sammeln. So, hier ist noch ein Stern, den holen wir uns direkt. Und dann haben wir schon die Klipp- und Klappstadt komplett abgeschlossen. Halbwegs. Probebohrungen in Klappstadt. Probebohrungen? Was soll ich mir darunter vorstellen? Ach so, oh. Oh, die Mission könnte witzig werden. Aber das ist natürlich eine Mission, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Oh, ändert sich denn jedes Mal, wenn ich durch den Boden fahre? Achso, ich muss so herum. Die Richtung? Ja, definitiv. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Okay, hier nicht. Alter, hier hinten? Alter. Ach, da! Ich sehe gerade. Das Problem ist, wie kommt man da am besten ganz klug gelöst hin? Da müssen wir ja komplett nach außen rumlaufen. Ah, ich kann ja nicht wirbeln wegen dem Scheißbohrer. Oh, dieser Scheißbohrer, ne? Den nehme ich jetzt nicht mehr in der Hand. Ja, ganz ehrlich. Ach, verdammt! Ich krieg das hin. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach sich da rumzuwirbeln. Geh mal weg, Junge. Genau so. Brauch mir wenigstens keine Probleme machen, Mensch. Jetzt ist die Frage, ach, gucke mal eine an. Ah, lol. Jetzt sehe ich's. Man muss es mit den Dingern tun. Ich hätte es fast so getan, ohne das. Nice. So, dann gehen wir hier runter. Dann kommen wir da. Nee, daraus möchte ich nicht. Genau, hier möchte ich raus. Und dann muss ich, glaube ich, den nehmen. Oder den hier vorne. Oder ist der hier? Nee. Oh mein Gott, ist das alles kurios. Dann müsste der Kleine sein. Aha. Okay, alles klar. Verstanden. Bam. Oh, das ist geil. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam.
Ach so, jetzt auf einmal, ja? Lol. Ach, lustig, man kommt doch so ran. Okay, das geht nach unten und zur Seite. Das bedeutet, wir machen den hier und bekommen den easy. Nee, nach unten wollen wir nicht. Wir warten kurz. Dam, 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 dim. Dass die Silbersterne hier zusammen ist tatsächlich was super Cooles. Das war ganz knapp. Okay, das ist jetzt schwierig, daran zu kommen. Aber es geht. Alles ist möglich. Aber ich muss sagen, mir gefällt dieses ringsherum. Das gefällt mir tatsächlich, dieses ständige Wechseln. Egal in welche Richtung. Ist schon cool, solange man nicht halt rausfliegt, wa? Aus der kompletten Stage. So, Nummer 57 im Petto. Und damit haben wir die Klappstadt-Galaxie so weit abgeschlossen. Und eigentlich könnten wir in die nächsten Galaxien reisen. Wir haben sonst nichts weiter, ne? Oh, wir haben noch einmal was Entspanntes und eine Kettenhundfabrik. Wir nehmen die Glitzerstrand-Galaxie. Die sieht sehr, sehr schön aus und erinnert ihn an Strand, was halt natürlich entspannt ist. Sonne, Sand und Silbersterne. Ja, guckt euch das an, das sieht super aus. Und hier müssen wir auch wieder mit Yoshi arbeiten, so wie ich sehe, weil Yoshi ja relativ geschwind rennen kann. Unser kleiner guter Freund, der Yoshi. Deswegen, oh Gott, Kamera. Oh Gott, jetzt. Und deswegen freue ich mich drauf, denn Yoshi ist mein kleiner Favorite in diesem Spiel. Solange er natürlich das macht, was ich möchte. Manchmal wissen wir ja, Yoshi will alles andere machen. Jetzt am Strand hoffe ich mal, dass er nicht so egoistisch ist und sich denkt, hier will ich nur entspannen. Da scheiße ich drauf, ob Mario auf mich hier reitet. So, aber wo finden wir hier die erste... Da, da ist die erste Frucht. Hier gibt's nur ein One-Up! Okay, das ist schlecht. So, weil hier für den Silber... Für die beiden Silbersterne brauchen wir die Frucht. Die hier. Die... Wir rennen... super schnell los. Frucht. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Das ist die Pfefferfrucht, ne? Warte mal. Wie kann man denn abspringen von Yoshi? Lol, gucke mal. Wir müssen das Ding einfach nur drehen. Mehr müssen wir doch nicht tun. So nämlich. Ich bin schon gewundert, wie kommt man sonst daran? Okay, wir müssen aber immer noch... die Coin finden. Guck gerade, ob die hier unten vielleicht ist. Ne, die ist ja auch nicht hier unten. Was ist hier drin? Ein Bonusraum.
Oh ja, das hat sich gelohnt. Münzen und Starbits haben sich gelohnt hier in diesem Raum. Aber jetzt ist halt tatsächlich für mich wirklich die Frage. Wo zum Teufel finde ich die Kometenmünze? Toll. Also die eine Münze, den einen Stern habe ich jetzt hier unten gefunden. So, aber es fehlen halt immer noch die Kometenmünze. Zwei Silbersterne, actually. Und die Welt ist so groß, Mann! Das ist ja wie ein Boomerang. So, easy, alles geholt. Gut, dann schauen wir nochmal nach. Hier hinten nehmen wir mal die Frucht mit, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Oh, hier hinten sollten wir nicht lang gehen. Da könnten wir runterfallen. Übrigens finde ich schönes Detail, dass auch die, ich weiß nicht, wie heißen die hier? Von Sunshine. Die Charaktere hier mit drin sind. Das ist eigentlich super nice. Das ist so ein kleines Easter Egg, was ich fühle. Was ich sehr gut fühle. Finde ich schön, dass sie das eingebaut haben. Weil in diesem Spiel sind allgemein viele Easter Eggs, finde ich. Zumindest gefühlsmäßig. So, und ich glaube, ich brauche einen Stachel hier. Immer her. Ja, sehr schön. So, ich habe jetzt nicht gesehen, was ist denn hier oben? Da war da auch irgendwas, ne? Sieht nicht so aus. Also den letzten... Oh mein Gott, die letzte Coin. Weiß ich, wo die ist? Oh, Yoshi. Was hängst du denn jetzt da unten fest? Was ist mit dir eigentlich, Lakito? So, und ich glaube, hier brauchst du auch tatsächlich einen bestimmten Move. Oh mein Gott. Warte mal. Kann ich das damit öffnen? Yo, kann ich. Easy. Oh! Was? Oh, Yoshi, du bist so manchmal so ein Esel. Danke. Okay. Wir haben jetzt den Stern komplett. Jetzt würde ich aber gerne erstmal gucken, wo landet der überhaupt. Okay, ganz easy einfach irgendwo. Ich verliere jetzt mal Yoshi an der Stelle. Hier, komm. Ich verliere Yoshi nicht. Ja, danke. So, ich möchte jetzt ja mal ohne Yoshi hier kommen. Alter, Kamera, bitte. Danke. So, denn das eine Loch, was wir hatten, das würde ich gerne mal inspizieren. Hier zum Beispiel, das eine. Irgendwo muss ja die Coin sein. Ja, da ist es schon.
Sehr nice. Ich wusste es, irgendwo hier im Unterwasser muss es der sein. Cool. Cool, cool, cool. Muss ich sagen, ich liebe schon jetzt die kleine Welt hier. In Anführungszeichen kleine Welt. Schöner Strandspaziergang noch am Ende des Parts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Und um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne abonnieren. Und ich werde jetzt euch unten rechts in übrigens die Playlist anzeigen. Nicht oben rechts, ich habe das irgendwie immer verwechselt. Unten rechts ist die Playlist. Aber vielen Dank fürs Zusehen und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne und ciao. Bei Klappstadt-Galaxie ist noch ein Schabernack-Komet aufgetreten.